Die Arg-Welt, in der wir in unserer Freizeit leben, unterscheidet sich nicht besonders viel von der Realität. Menschen betrügen sich. Menschen nehmen, anstatt zu geben. Menschen verraten sich gegenseitig. Für Fairness ist in keiner der beiden Welten garantiert. Manche Menschen glauben an Karma, andere wiederum nennen es Zufall. Und für mich bedeutet es Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet nicht nur Fairness, nein. Gerechtigkeit bedeutet vielmehr Gleichberechtigung, dasselbe Recht für alle. So fingen wir an, wie jeder andere auch, nackt und am Strand. Ich spawn schon mal. Okay, ich auch. Jungle mit, ne? Ja, Jungle mit. Wo bist du? Wollen wir uns mal gathern? Ja, das bist du. Siehst du mich hinten hüpfen? Ja. I see you hüpf. Hallo! Ich mach mal ein paar Pfeile und hol schon mal Hide. Es wird jetzt Nacht. Da wird es ja eigentlich Zeit, dass wir eine Nacht- und Nebel-Action starten, ne? Ich mach noch ein paar Pfeile. Aber start mal eine Nebel-Aktion, wenn du nicht mal siehst, wo aber... Wenn du nicht mal den Nebel siehst, ne? Richtig, genau. Wie willst du eine Nacht- und Nebel-Aktion starten, wenn du keinen Nebel hast? Warte mal, hast du das hier gesehen? Was? Wo? Da ist eine Base. Wollen wir gucken, ob die... Lul. Die sieht aus wie zum Teil aus Stein. Ah, und oder geradet. Da sind auch noch nicht dran, ne? Ja, kann lass auch mal, geradet lass sein. Mal, ja. Lass mal gucken. Ich gehe ein Stück näher. Ich sehe aber auch ist da wer? Blitzen. Sind die offline? Ich höre es brennen. Also sind die wohl noch kurz... Da steht einer am Trike, da steht einer am Trike. Wollen wir engagen? Hat einen Hit. Er flitzt zu dir. Sauber. Er flitzt zu dir. Ja, soll ich runterjumpen? Ja. Aber da bin ich fast tot, ne? Ja, same. Ich jump auf die Base hier. Und von der Base runter. Gib ihm. Der hat einen Crossbow. Hier können wir uns Loot snacken. Hab ihn. Yo. Dodgen. Oh, er hat gedodged, mein Schuss. Mein auch. Hab ihn. Der andere Bolat, Achtung. Oh, da kommt noch einer. Ja, Achtung. Der Bolat. Lol, was? Wie hat die denn nicht gedodged? Ich hab keine Bolat mehr. Ich mich auch. Ich auch nicht. Oh, ich bin fast down. Der hat dich mit der Longneck. Hab noch einen Header gegeben. Ich versuch reinzuzwirbeln. Hab ihn, Leider. Hit. Hab ihn. Sehr gut. Er kommt. Ja, die Tür ist offen, hast du ihn? Geh rein. Bola ihn. Ich warte auf den anderen, wenn der spawnt. Ich mach den Dodo. Klein, bring ihn um, Junge, der darf die Tür nicht schließen. Hab ihn. Ach, hast du oh, Alter. Der darf die Tür nicht schließen. Dodo leer. Pin-coded. Ich camp ihre Bett ab. Petri, wir haben den Pete. Wir haben Longneck-Money, okay. Wir haben Zement, wir haben Hide. Was haben sie hier? Nex, okay. Guck du rum. Sag du, wenn du ready bist, dann kann ich, ne? Ja, das ist hier ein bisschen schwer alles leider. Fuck. Wollen wir das Bett kaputt machen? Ich würde halt gerne in die Truhen hier noch gucken. Hier ist Grappling Hook, Spyglass, zwei Spyglass, ein Scope und ein Anki. 20 Sekunden spawnen die noch einmal. Lass die noch einmal killen, dann in Ruhe looten. Ja. Die Foundations wären auch geil, wenn wir die eigentlich mitnehmen, ne? Lass doch das Ding hier als Operation Base benutzen, oder nicht? Können wir machen. Dann lass noch den Spawn abwarten und dann die Betten zerstören, oder? Oder die Betten vorher zerstören. Also ja, aber der spawnt in zwei Sekunden. Ja. Halt bereit. Ja, Knift ist da. Du, Safety sind irgendwie offline gegangen oder so. Also, hab ihn. Nice. Es wurde dunkel. Wir ahnten noch nicht, was sich genau im selben Moment auf dem Server abspielte. Denn heute sollten wir Teil von etwas Größerem werden. Ich flieg schon mal vor. Aber sieht clear aus, hier wäre gebaut, wenn hier einer wäre. Ja, eben. Du kannst hier komplett rein. Ja, sieht gut aus. Guck mal, wie weit ich reinkomme, ohne dass Bären im Weg sind. Ich bin halt ein bisschen überladen vielleicht. Da ist ein Bär, wir könnten den aber. Ich lock den. Achtung, geh nicht weiter. Der geht jetzt ins Wasser. Jo. Alles free. Ja. Jawohl, ich habe eine Metal Foundation. Ja, dann zwirbel ich die Wall, also die Foundation schon mal komplett rüber. Unser Petri draußen fightet gegen Raptoren. Lol, als wenn. Ja, der hat die gerade gekillt. Die fliegen noch rum. Soll ich hier schon mal ein bisschen sowas bauen, hab wo ihn. Wir was hinbauen können? Junge, also das war ja mal richtig knapp. Der Start in Ark kann leicht sein. Ihr plündert eine Base, macht euch die Taschen voll und sucht einen guten Platz zum Bauen. Dann fangt ihr an zu farmen. Metall, Zement, Perlen und Schwarzpulver für Munition. Doch was wäre, wenn all das nicht passiert? Was wäre, wenn ihr nicht farmen geht? Was wäre, wenn sich stattdessen eine unverhoffte Möglichkeit bietet? Eine einmalige Chance. Würdet ihr sie ergreifen? Argy-Tame war jetzt angesagt, ne? Ja. Ey, da verkauft jemand Lines. Also so Terrys. Wie?
Manas, Gigas, aber auch Flakir zum Beispiel. Nein. Manas, Gigas, Teris, Rhinos, Carbos, Flakir. Die Frage, was die dafür wollen, ne? Der will zweimal Flak und einen Giga. Das wäre halt eigentlich auch was für uns, ne? Flak auf alle Fälle, ja. Du bist ja nicht so ein Giga-Fan. Oh, die sind auf dem Discord. Lass gleich mal joinen und mal gucken, vielleicht steht da was. Da können wir mit denen connecten. Level 90er. Nehmen wir den. Wo? Ich bring den schon mal runter, da wo wir das Gate letztes Mal auch hatten, genau. Sehr nice. Hast du ein bisschen mit auf? Hast du ein Cryo mit? Jo, hab ich. Oh, ich, den hätte ich vergessen, Alter. Ja, wollen wir dann mal jetzt das... Soll ich mal reinfragen, was die jetzt für ein Flagset haben wollen? Ja, lass mal gleich in Discord gehen und dann noch mal gucken. Lass den Rest da besprechen. Ja, lass mal in den Discord joinen eben. Da war nun also unsere Chance. Es lag an uns, sie zu ergreifen. Ob und wie. Das würde die Zeit zeigen. Ja, sehr, sehr nice, ey. Wir kommen echt voran. Hast du den Discord? Kannst du mir den nochmal schicken? Jo, die traden Teris, Gigas, Manas, Rhinos und Fluxhead mit 900 Dura für 6k Metall. Das war schon viel, ne? Das Metall gab es direkt vor unserer Base. Das Farmen ist hier nicht die Herausforderung. Okay, mach du kurz den Deal klar. Ich farm einfach schon mal Metall, ne? Wie viel nehmen wir? 2 oder 1? Lass einen Fluxhead erstmal. Ich gehe eine Runde mit dem Anki. Komm dann gleich mit dem Archie und hilf mir kurz. Okay, frag mal nach Koordinaten. Wo treffen wir uns? Wenn man nicht weiß, was einen erwartet, dann kann man sich auch nicht darauf vorbereiten. Das ist im Redwood unten, oder? Es war soweit. 2 Stunden später machten wir uns auf den Weg, um die Händler zu treffen. Heute war unser Glückstag. Ich sehe halt leider sau wenig wegen dem Nebel gerade. Dann sind wir auch schon fast da. Meinst du da setzen wir uns dahin? Oben am Wasserfall? Ich weiß nicht genau, wo du meinst. Ich glaube ja. Also wenn ich jetzt auf meine Map gucke, 95, 60, das wäre da oben, ja. Junge, Junge, ne? Ich nehme aber Grappling Hooks, falls was passiert. Oh ja, die muss ich auch noch kurz equippen. Ich hoffe, das geht gut, ey. Das wäre so belohnt. Go, go, Gadget. Feuer. Scout ist schon mal für mich. Ja, ich sehe noch nichts. Da ist der Mana, da ist der Mana. Hi, Dude. Der greift an, die greifen an, Digga. Die greifen an. Ich versuche zu grabben. Die greifen an. Alter. Ich bin gefallen. Oh, ich bin gefrozen. Ich komme nicht weg. Ja, fuck. Kann ich ihn runtergrabbeln? Runtergrabbeln? Ja, der funktioniert niemals, Digga. Mann, als ob das ein Scam war. Versteck dich einfach. Ja, ich parachute weg. Ich bin runtergehüpft. Ja, das Metall ist weg. Und er hatte es im Discord sogar noch einer geschrieben, ne? Das Angebot klang zu realistisch und verlockend. Munin und ich hatten uns gerade erst eingeloggt. Keine 10 Minuten später hatten wir von einem neuen Trade mitbekommen. Derselbe Tribe, der uns um unser Hab und Gut gebracht hatte, war drauf und dran, einen weiteren Deal abzuschließen. Wir kannten den Treffpunkt und hatten keine Wahl. Wenn wir mehr erfahren oder sogar Rache wollten, mussten wir rechtzeitig vor Ort sein. Und aufs Karma hoffen. Oder ist Karma doch nur Zufall? Sehr nice, Alter, aber beeil dich. Wir haben nicht mehr viel Zeit, die sind gleich schon da. Wenn die uns mit Manas gleich wieder wegrotzen, ne? Dann heul ich. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt was abstauben können. Also, mich würde halt vor allem interessieren, ob die das öfter machen oder ob wir deren einziger Scam waren. Jetzt einer war ja vorhin schon. Ja. Oh, da ist ein Mana. Ich hör's. Da ist auf jeden Fall einer, der lasert. Der lasert auch was. Yo, da ist ein Dude, da ist ein Typ. Der haut ab. Haben die den? Glaube nicht. Ich muss tiefer. LOL, der ist hier. Ich weiß nicht, ob die mich gesehen haben. Das war eigentlich richtig obvious. Boi. Wurdest du gerade gescammt? Ja, wie zu erwarten. Ja, ein Mate von mir wurde vorne erst gescammt, deswegen, ich war mir eigentlich schon sicher. Du, warum gehst du denn dann hin? Alles klar. Wie viele seid ihr? Wir sind zu viert. Wir verziehen uns dann mal wieder, würde ich meinen. Wollen wir uns auf Discord eben adden? Was hältst du davon, wenn wir die mal auch irgendwie ein bisschen... Ich will irgendwas gegen die machen, wenn jetzt... Lass die heute nach scouten, lass, wenn die off sind, scouten gehen. Die bauen doch scouten. Da safe, oder? Lass das mal kurz gucken. Okay, dann gehen wir das die gucken. Die bauen doch 100 Pro da am Wasserfall. Ah, die Cave meinst du? Ich dachte, ja, du meinst dahinter, jetzt hier unter dem Baumstamm. Dahinter. Weil warum sollten die sich sonst hier treffen, weißt du? Ja. Es ist nur sehr nebelig. Die sind immer so schnell da. Ja. Als ob die sich so am anderen Ende der Map treffen, so. Die haben da links eine Wand. Ja, die ist auch genauso wie die rechts. Die haben links und rechts abgezäunt, in der Mitte einen Tower. Ja. Es wurde langsam spät. Wir waren vorbereitet, doch bevor wir offline gehen wollten, sollte uns noch eine kleine Idee kommen.
Wo wollen wir? Ich würde fast sagen, da irgendwo zwischen den ganzen Metallnodes, oder? Oder ja. Am Anfang der Rampe da links. Zwischen den Büschen, ne? Büschen. Vor uns? Ja, in den Büschen drin. Dass man den gar nicht sieht. Ja, das hier drin. Willst du bauen? Hier, und nimm du die Turrets, wir bauen parallel. Schreib, wir sind da. Wenn unsere Logik stimmt, dann müssten die ja, die kommen ja gleich von rechts. Ja, müsste ja richtig holzen. Komm schon, Mann. Ha. Da ist der, da ist der Mann. Wo? Yo. Die Turrets ballern, yo, die haben geballert. Ja. Alter, der düst ab. Fuck! Gadgetbaited, das war ja mal komplett useless. Schreibt er schreibt im Gewaltschat, nice try, Limau. Wenn die off sind, dann scouten wir die Base. Bis die off sind, genau. Dann gucken wir mal bei denen in die Base. Ja. Oh Gott, es ist halt immer noch nicht safe, ob wir dann hier geballert werden. Ja. Oh, ich okay, ich schaff's aber. Ich schaff's. Grapple Bug. Nee. Ich bin fast gestorben, Digga. Ich stehe hier auf einem Abhang. Okay. Ich komm. Hier rechts kann man. Oh. Da ist gerade ein Genie angegangen. Echt? Ja, da ist gerade ein Tech-Gen angegangen. Guck mal da oben. Oder die haben die Range noch an. Die haben die. Oder Range. Wollen wir durch? Und da oben ist halt die Wall noch, ne? Da ist ein Tower. Lass flitzen. Komm, ich flitz vor. Ich bin durch. Same. Einfach ganz links laufen zur Not. Ich hab ein bisschen Schiss hinter dem Wasserfall. Darf man noch nicht rein. Da fliegt was. Das sind Quetz. Der fliegt gerade mit Quetz raus. Hier runter. Nicht, dass man sieht. Verstecken, leg dich hin. Soll ich gucken, wo er hin ist? Der fliegt weg. Oh yo. Ach komm, das Buddies hoken wir. Das runnen wir. Hätten wir jetzt deren Flak, obwohl die Tech-Turrets, die würden uns halt zurückballern, ne? Ja, scheiße, Junge. Das schaffen wir nicht. Machen wir langsam wieder zurück? Jo. Da ist ein Pete, da kommt ein Pete. Der spinnt. Down. Ist er down? Nee, der läuft noch. Wer ist das? Dude? Wo ist der? Der ist nicht im Wasser. Nein, hier vor mir. Boy, hallo? Boy. So kam es zu unserer zweiten Begegnung mit dem Tribe, dem Dragoon angehörte. Der Spieler, der ebenso wie wir um Ressourcen betrogen wurde. Als wenn er halt genau hier ist, ne? Vor allem der Vogel ballert einfach in die Turrets rein. Guck mal links und rechts vorbei. Aber geh nicht zu weit nach vorne. Ja. Nein, okay. Das sind deren Mainbase anscheinend. Ja, genau. Ja. Da oben der Chandelier, also man überfliegen kommt man nicht. Wir müssen, was habt ihr? Habt ihr was zum Raiden? Peraser? Ja, wir haben einiges eigentlich. Nice, weil ich glaube, wenn wir Überraschungsangriff machen und uns hier aufbauen, dann können wir da was reißen. Wollen wir uns in 2 Stunden nochmal treffen? Ja, das passt. Jo, alles klar. Abklären so, aber an sich, ja, schon. Pete! Er hat mich! Ich hab mich gegrabt! Er hat dich! Ich auch! Er hat dich! Lauf, oder? Er holt den! Er hat ihn weg, flitzt! Ja, ich flitz. Bist du bei mir? Ich glaube, ich bin rechts lang. Ich bin im linken Wasserfall. Ich hab keinen Pete mehr. Du musst mich gleich retten. Ich bin vorne dran. Soll ich runterspringen? Ich komm. Grab mich. Ja, ich komm, ich seh dich. Lul, hab dich. Nice. Und weg. Und so geschah's. Dragoon hatte seinen Tribe instruiert und auf den Raid vorbereitet. Ab jetzt würden wir gemeinsame Sache machen. Wir hatten die Lücke in der Verteidigung gefunden und konnten zuschlagen. Der Zeitpunkt war perfekt. Und die Möglichkeiten schienen grenzenlos. Ich bin auch oben. Ich muss aber noch ein Stück. Okay, weiter. Pardon me, but I've been running out of patience. Like the red pill, the matrix. Now I've been seeing the face shit, and I just feel a bit anxious. Yeah, I got just so many faces. Go. I just got so many faces. I don't want no affiliation with this here. I feel like I'm the only one that's keeping this sincere. Possibly. I know I occupy your time constantly. Just running through your mind, running. Ich drop schon mal.
Ich tue alles rein, was schwer ist. Hier verstecken. Ja. Perfekt. Sehr nice, okay. Und weiter geht's. Sind die Jungs schon da? Jo, alle da. Die sind da. Da steht einer rum. Hier steht auch einer. Oh Junge, der steht so offen. Okay, Leute. Wollt ihr dem schreiben wegen dem Treffen? Wir hatten ein Fake-Treffen geplant. Ein Spieler würde den Scammern jetzt eine Nachricht schreiben und ein Treffen zum Tausch anfragen. So würden wir sie aus der Base locken und mit etwas Glück genug Zeit bekommen. Genug Zeit, um den Raid vorzubereiten. Dann ist schon mal zumindest ein oder zwei kurz... Da ist er. Er ist weg. Go, go. Polovias raus, Polovias raus. Raus, die Polovias. Alle Cryos droppen, alle Preys heraus, Jungs. Ich an Claim. Jo, ich auch. Okay, Jungs, bebaut schnell. Moni und ich gehen schon mal, komm, wir gehen hier oben, wir machen den Overview, wir haben ja eh keine Tames. Alter, wie bist du hoch? Komm nicht hoch. Grappling Hooks, Alter, ich hab hier richtig die Vision. Yo, man kann da rüber gucken. Die Mainbase ist halt locker erst noch da ganz hinten, ne? Da steht noch eine Base. Die ist offen. Oh, ich bin jetzt. Yo, die haben dick Gigas. Die haben dick Gigas. 345er. Fuck. Das gut geht? Das wird nicht gut gehen. Sollen wir die noch warnen? Nee, wir tryen es jetzt, ne? Weg. Der kommt. Der macht das Tor auf. Lull. Das Tor geht auf. Oh. Da ist nichts passiert. Da ist keiner rausgekommen oder so. Ja, alles easy. Einer ist auf jeden Fall noch in der Base. Ja. Sind die Jungs fertig? Jo, sie greifen an, die greifen an. Die greifen an. Das wird so nichts. Sie ballern, sie ballern, sie ballern, sie ballern. Belastend, Digga. Junge, Alter, die wurden ja richtig weggefatzt. Ich dachte, die hätten bessere Viecher. Ja, ist irgendeiner von denen noch da? Ein Pracer nee, haben sie noch. Ein Pracer steht noch da. Alter, die aber sind aber auch einfach da reingerannt wie die Dödel, ne? Die haben ja nicht richtig gesucht. Die sind einfach komplett geintet. Wir hätten noch mal vorher mit denen richtig reden sollen, Alter. Ja. Wir sind einfach nur mitgegangen wie so Deppen, Mann. Ja, stimmt. Ja, was machen wir jetzt? Sollen wir zurückziehen? Ich glaube, da geht nichts, oder? Wir könnten warten, bis einer noch mal kommt. Ja, keine Ahnung. Kommen wir hier denn easy raus? Ich weiß nicht. Ja, da unten ja wieder durch den Fluss, ne? Wieder, ne? Ja. Oh, warte, das Tor geht auf. Warte, da kommt ein Racer rausgerannt. Lul. Denkt der, wir haben eine FOP? Lass mal noch kurz warten. Lass mal kurz warten. Ich will wissen, was der macht. Lol, der geht raus. Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht, der hat zum Racer geguckt. Der ist ganz zurück. Lol, okay. Die Tür ist offen. Wollen wir im Racer auf den warten? Ja, los. Feuer, 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 Feuer. Go, go, go. Den Fallschirm sieht man so hart. Ich bin drüben. Ich bin auch drüben. Ist die Tür? Ja, die ist offen. Ich hab Grappling Bug. Grappling Bug. Ich bin drin. Ich hab Grappling Bug. Scheiße. Komm hoch. Ich hab Bug. Geh weg. Oh, Leute, das macht mich weg. Ja, deswegen geh weg. Hier sind Stühle. Sieht der uns hier? Ich stell mich hier in die Ecke. Aber nicht, dass du runterglitscht. Meinst du, der reitet weiter? Lass erst kurz warten. Ja, aber wenn der jetzt weiter reitet, nicht, dass der dann runterglitscht. Ich guck mal. Oh, er geht weiter. Bleib stehen, beweg dich nicht. Was tut er? Der kann uns nicht sehen, wenn ich hier drin bin, ne? Ich sehe ihn. Er sitzt hier. Er sitzt hier. Pass auf. Nicht, die Tür ist sogar noch offen. Nee, komm wieder hier rein, nicht, dass die Tür dich abschießen. True shit. Komm hier ganz in die Ecke. Er steigt ab, der steigt ab. Setz dich auf die Bank. Was macht der? Ich sehe nichts. Jetzt, ich sitze. Ich kann rausgucken ein bisschen. Wir sind mitten in deren Innenhof, Mann. Wir sind drin.
Ja, wollen wir den gleich killen einfach oder was machen wir? Weiß nicht. Ich will jetzt wissen, was er macht. Lass erstmal abwarten, was er jetzt genau macht und was dann passiert. Oh Leute, die Turrets aimen auf uns tatsächlich. Aber nur manche, nur eins. Zwei, das ist eine Tech-Turret und seine Normal hat geaimt. Nur eins, oder, die Tür ist offen. Bisschen was hat geaimt von der rechten Seite? Ja, der geht halt echt zu unser Fob, glaube ich. Also das ist jetzt unser Fob. Zu einem Kästchen da. Ja. Kidnapping ist das, Kidnapping. Yo, der soaked. Er soaked. Hat er schon leer gesoaked? Mach keine Step-Sounds. Seht ihr? Ich kann die Holzbänke nicht mehr rein. Doch, du musst aber aufrecht verstehen. Dreht der um? Der dreht um, glaube ich. Der dreht um. Wir laufen zurück. Der müsste doch da. Yo, der ist da. Ja. Null Ammo war da gerade. Jo, der hat den echt leer gesuckt gerade. Wenn er das nächste Mal stehen bleibt, musst du aber wieder in den Raum hier reinkommen, sonst schießen dich die Turrets dann ab, ne? Er läuft wieder rein, er läuft gerade auf die Turrets. Dann muss ich in den Raum. Sonst werde ich abgeknallt. Ich kann ihn aber grappeln, wenn der absteigt. Oder wir machen richtig auf Sneaky Action, auf gar keine Reaktion. Meinst du, der läuft? Der macht's Geld auf. Als wenn wir jetzt mit dem unseren eigenen Turrets open gehen und dann wieder in die Base laufen. Jo, wir sind deep drin. Wir sind gleich durch den Wasserfall wieder. Wasserfall war da. Wir sind ganz deep drin, Junge. Ich setz mich hin. Wo gehe ich am besten hin, dass die Turrets mich nicht hier, ne? Nehm mich, würde ich sagen. Nehm mich. Blöd. Hat ein Turret geschossen? What the fuck? Was ist das jetzt hier? Niemals. Niemals. Lass warten, bis der weg ist. Ich höre laufen. Der läuft. Ist der weg? Hier ist keiner mehr drin. Sneak. Können wir raus? Yo, hier safe, Mann, hier safe. Passen auf, dass von der Mauer oben uns nichts wegholt. Ja, ich hab auch Schiss. Ich bin erst down. Erstmal, ich scout kurz. Komm runter zu dir. Die haben einen Transmitter on, vorne ist eine Base. Hinten ist ganz dicke Base. Die Turrets hinten sind an. Schaffen wir es in diese, hier vorne, dieses kleine Häuschen. Die Normal Turrets sind an, warte. Oh, ich sehe keine. Ganz hinten rechts, oben drauf, da stehen auch Tech-Turrets, die sind aus, aber die Normals sind an. Die Tür hinten von der Butze ist offen, hast du gesehen? Ich würde jetzt hier hinter die... Wir sind hier safe, glaube ich. Grappling Hook raus. Soll ich sprinten einfach? Go. Ich bin drin. Ich auch, aber ich bin fast tot. Soll ich ausmachen? Dann sieht er es aber, dass wir hier sind. Was machen wir? Lass mal überlegen. Also wir sind jetzt relativ nah an der Base dran, ne? Ich könnte halt den Generator ausmachen. Dann, aber das bringt uns hier halt auch nichts, ne? Wir müssen halt... Da sind gerade Steps. Ich bin über dir. Kann sein, dass ich das war. Nee. Bist du nicht. Mach keine Steps. Keine Steps. Beweg mich nicht. Keine Steps. Der macht irgendwas. Ich trau mich gerade nicht, einen Millimeter zu bewegen. Ich sehe nix. Der ist weg, komm runter. Ich drop dir die Raketen. Lass mal. Oh Gott, der Tower. Lass mal hinter den Transmitter, da wo er steht. Siehst du ihn? Guck mal hier rechts rüber. Er steht da links am Transmitter. Ja. Lass dahinter verstecken. Hinterm Transmitter? Aber ja, vor dem Turret Tower. Vor dem Turret Tower. Von uns aus. Aber der sieht ja uns auch. Ja, warten, bis der weg ist. Der ist weg. Der ist ausgelockt. Der hat sich ausgelockt. Go. Go, einfach go jetzt. Es hat nichts geschossen. Es hat nichts geschossen. C4, leg C4. Ich kann nicht, du hast C4. Da ist noch ein Turret. Die haben noch einen Internal. Ich place überall C4. Ich hab Jenny gesehen. Ich hab die Muni aus dem Turret genommen. Ich spreng hier alles weg, was du kannst. Oh, hier hinten sind noch so viele Crime Fridges. Hinter den. Haha, wie geil. Yeah, I'm living proof. I broke through the roof, bitch. I used to be still. I broke all the rules. I
I will never lose, nah, don't get me confused. On a mission, been facing the opposition. They never saw the vision, they must have missed the transition. Yeah, go Call of Duty on them, no Activision. Turn me a holy, no catechism, only capitalism. Yeah, faded off a hell of bourbon. I ain't swerving till the money, y'all Halliburton, just mad assertive. I'll be gone by the time you reach a verdict. Lying out of service was missing when I was worthless. Yeah, I'm doing good now. Finally understood now. Foot down on the pedal. Leave you in the past, can't fit you in my schedule and that.